Luzern bringt Feststimmung auf Zürich. Gestern Abend war der offizielle Start des Zürcher Sechseläuten. Gleichzeitig hat sich der Gast aus Luzern, Zumpf zu Safran, den Zürcher präsentieren. Beim gemeinsamen Fest ist vor allem eine Frage im Mittelpunkt gestanden. Lohnt sich Zürcher vom Luzerner Festvirus anstecken? Pia Riedweg berichtet. Zumpf zu Safran hat gerade von Anfang an klar gemacht, dass es laut zu und her geht, wenn sie auf Zürich kommen. Mit dem Einzug in die Fritschi-Stuben und dem Fritschi-Lied gerade anschliessend ist der Zürcher Lindenhof innerhalb von wenigen Minuten fest in Luzerner Hand. Der ein oder andere Zürcher ist von so viel Luzerner Festlaune ein bisschen überfahren. Sie schöpfen das im Vollen. Wir sind hier in Zürich zwinglianisch zurückhaltender. Und in Luzern, wenn es dann ein Fest ist, dann geht es wirklich durch. Bei uns entwickelt sich das. Ich denke, einen schönen Montagabend, wenn der Auszug ist, dann wird auch gefestet bis am Morgen früh. Aber es hat nicht so die Üppigkeit und die Art und die Lockerheit wie in Luzern. Das sieht man am Sechseläuten. Das ist viel strukturierter als ein Fasnachtsumzug. Aber auch die Luzerner können ruhig und organisiert. Im Festzelt nebendran gibt es Eindrücke aus der letzten Luzerner Fasnacht und Spannendes zu entdecken über die Fritschi-Familie und den Fritschi-Schatz. Die ganze Fritschi-Familie, das kennen wir überhaupt nicht. Eben unser Sechseläuten ist eine ganz andere Geschichte oder eine andere Sache. Und das ist sicher auch noch schön, dass wir dort so ein bisschen den Input bekommen und dass wir wissen, ja, dass wir gescheiter werden, dass wir nachher wissen, was da in Luzern noch mal läuft und auf was es die Fasnacht halt auch gründet und ja, um was es geht schlussendlich. In der Fritschi-Stube hat sie in der Zwischenzeit natürlich Fritschi-Pastete zum Znacht geben und jetzt locken die Wikinger aus Luzern auch noch den letzten Zürcher aus der Reserve. Aber mögen sie mithalten? Der Anfang sei tatsächlich ein bisschen harzig, sagt der Fritschi-Vater Josef Kreienbühl. Wir haben auf der Zumpfstube der Schmiede einen Startschuss gehabt, 6 im Oben. Und dort haben wir noch ein bisschen diskret Apero und Sizis. Und dann haben wir plötzlich ein bisschen mit Duzis. Und jetzt aber hier innen auf unserer Zumpfstube auf dem Lindenhof, Seis ist gebrochen. Und die Freude ist da. Und nein, das kommt gut. Und die spüren, dass wir auch festen können, staunen aber immer noch ein bisschen, aber die Freude ist da, auf beiden Seiten. Ganz aus der Fassung bringen wollen die Zürcher sich aber nicht. Wahrscheinlich bleiben wir schon ein bisschen geordneter, das ist so, ja. Ganz nach dem Motto, mal über den Gartenhag hineinschauen, aber in seinem Gärtli bleiben. Der Startschuss vom Sechseläuten ist auf alle Fälle geglückt und die Zünftler haben noch bis weit im Morgen hinein gefeiert.